nach all den Winteraktivitäten, die ich für Sie, liebe Zuschauer, ausprobiert habe, bin ich jetzt ganz schön platt und freue mich, dass ich mich heute mal einen ganzen Tag lang erholen kann. Entspannung wird im Fichtelgebirge natürlich auch groß geschrieben und es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich hier zu entspannen. Ich habe mich heute aber für Siebenquell in Weißenstadt im Landkreis Wunsiedel entschieden und ich bin schon sehr gespannt, was mich heute hier so alles erwarten wird, denn so fertig kenne ich es auch nur aus dem Fernsehen bisher. Sich eine Auszeit vom Alltag gönnen und Kraft tanken. Das geht im Fichtelgebirge sowohl im Sommer als auch im Winter und das in den verschiedensten Orten und auch auf die verschiedensten Weisen. Von Wellnessanwendungen über Gesundheitsangebote bis hin zu wohltuenden Heilbädern und Thermen. Die Fichtelgebirgler wollen einfach, dass sich jeder wohlfühlt und vor allem jeder auch mal vom doch oft recht stressigen Alltag abschalten kann. Also ich habe gerade beschlossen, liebe Zuschauer, ich gehe hier einfach nie wieder weg. In Zukunft werde ich einfach meine Arbeit hierher verlagern und ich werde im Sender einfach nicht mehr auftauchen können. Ich kann hier einfach wirklich nie wieder weg. Es ist einfach zu schön. Ja, die Idee mit der Arbeitsverlagerung finde ich nach wie vor nicht schlecht. In der Umsetzung würde es dann aber leider doch etwas hapern. Trotzdem tun mir auch schon die paar Stunden Auszeit richtig gut und ich kann mich trotz Kamera erholen. Vielleicht liegt das aber auch einfach an der Wohlfühlatmosphäre und an der Zeitreise durch jahrtausende alte Badekulturen. Auch wenn es mit dem Schweben nicht auf Anhieb klappt, das Mineralienschwebebecken entspannt mich und vor allem werden meine Sinne angeregt. Denn unter Wasser höre ich Musik und über Wasser sehe ich Lichtinstallationen. Auch im Saunabereich mache ich die ein oder andere interessante Entdeckung. Hier gibt es sogar eine Schneekabine mit minus 10 Grad. Für den Sommer ist das definitiv eine coole Sache. Im Moment kann man sich aber ja auch noch draußen im Schnee wälzen. Und draußen geht's auch weiter, denn dort wartet das Saunadorf mit 8 verschiedenen Erlebnissaunen auf mich. Vor allem die Bergwerkssauna, die von innen tatsächlich ausschaut wie ein Bergwerksstollen, reizt mich. Lange kann ich hier allerdings nicht bleiben, denn 90 Grad sind schon eine Wahnsinnstemperatur. So, nach ein paar Stunden Erholung fühle ich mich jetzt wirklich wie im Urlaub und genau so soll es doch eigentlich auch sein. Mein Highlight war definitiv das Mineralien-Schwebebecken. Wenn Sie aber sagen, oh, ich stehe eher auf was Kulturelles, dann habe ich jetzt auch noch einen Tipp für Sie. Denn in Weißenstadt kann man sich nicht nur gut erholen, sondern auch gut informieren. Beispielsweise über Roggen, das Brotgetreide, das früher tatsächlich die Brotversorgung der ganzen Fichtelgebirgsbevölkerung gesichert hat. Wie wird es angebaut und vor allem, wie wird es zu Brot verarbeitet? All das kann im Roggen auf greifbare Weise entdeckt werden. Zum Schluss fehlt mir eigentlich nur noch ein Kaffee und eine kleine Stärkung. Und die gibt's ebenfalls um die Ecke. Liebevoll zubereitet und einfach lecker.